Die Erfurter Bahn. Ja, wohin die jetzt fährt, keine Ahnung. Ich bin einfach nur mal so übers Wochenende zu Besuch in Leipzig. Schönes Wetter heute, Samstag. Dann habe ich mir gedacht, sonderst du dich mal ab, wenn die anderen in der Stadt sind und sich dann in Menschenmassen rumwühlen. Dann gehst du mal zum Bahnhof und machst ein bisschen Trainspotting. Ja, aber mittags ist nicht viel los. Mal sehen, hier ist gerade eine Weiche eingelaufen hier vorne. Also eine Weiche hat sich bewegt, da eine Fahrstraße jetzt eingestellt wurde, wie ein Zug einfährt. Mal sehen. Da kommt tatsächlich etwas aus dem Vorfeld, Gleisvorfeld des Leipziger Hauptbahnhofs vorgefahren oder eingefahren. Ich denke mir mal, das ist eine Regionalbahn. Hamsterbacke. Hier vorne rechts neben dem Stellwerk, da dieseln ein Doppeltriebzug der Mitteldeutschen Regiobahn. Links, da steht sogar eine Flixtrain Vectron, abgebügelt. Und da hinten stehen die historischen Lokomotiven. Da gehe ich später noch mal hin. Ja, und das ist der Leipziger Hauptbahnhof in voller Pracht. Ich stehe am äußersten Ende des begehbaren Bahnsteigs. Und hinten fährt ein Walfisch-Doppeltraktion ein. Und da sind dann noch im Vorfeld einige Wagengarnituren, ICETs auch abgestellt. Ach Quatsch, ist gar kein Walfisch. Das sah nur so aus. Ich habe ihn nicht ganz erkannt. Ein Talenttriebzug. Da fährt eine S-Bahn aus. Auch eine Hamsterbacke der Bundesbahn. Ein Flugzeug über dem Gebäude, über der Innenstadt. ADAC, stecken wir mal einen Rettungshubschrauber. Das sieht etwas bedrohlich nach Regen aus, aber nach meiner Wetter-App kommen da wohl nur ganz normale Wolken, die
aber keinen Regen bringen sollen. Da bin ich mal gespannt. Im Moment ist es hier ziemlich warm. Zum Glück geht so ein Wind. Ja, und wie gesagt, heute Samstag, Nachmittag, wenig los. Da hinten im Vorfeld habe ich entdeckt, da steht auch noch eine alte. Das hat nur 112er. Und da hinten links von dem Triebwagen, der da steht, da ist dann auch die Einfahrt in den Leipziger City-Tunnel. Ah, und da hinten nähert sich ein ICE 4. Ja, Entschuldigung, dass es so ein bisschen wackelt. Ich habe kein Stativ für meine kleine Kamera. Das mache ich alles mit dem Maximal-Zoom aus freier Hand heraus. Und gleichzeitig kommt rechts, hat einen kleine Diesellok Einfahrt. Eine V60 in Blau. Da bin ich mal gespannt. Oh, schade, die kommt gar nicht bis zu mir. Aha, das Zwergsignal da rechts hat Fahrt gegeben. Das ist wohl eine 363006-6, wenn ich das richtig erkenne hier. Um Display ist das, blendet wieder von hinten. Das muss ich so mit der Brille erkunden. Ich bin aber gespannt, wo der hinfährt und was der für eine Aufgabe hat. Ich kann schon mal beobachten, wie eine anders lackierte von der Bundesbahn eine V60 hier die eingefahrenen Intercities rausgezogen hat. Vielleicht stellt er ja so einen Zug jetzt gleich bereit. Na, fährt sie. Oder aber die gehört zu dem Instandsetzungswerk da hinten. Hinter dem gelben, ich glaube, das ist ein ehemaliger Ringlokschuppen oder da hinten hinter den, die kommen gleich ins Bild, hinter den Doppelstock Intercity 2 Waggons, hinter dem gelben Gebäude, da irgendwo da hinten schließt sich dann noch ein Betriebswerk an für diese IC2 Züge. Aber da hat auch ein Intercity-Einfahrt gezogen mit einer 101er. Der fährt nach Norddeich-Mohle. Oder kommt von da, denke ich mir mal. Ja, ich habe nur an den Türen beim Filmen mal rüber geschielt. Konnte es gar nicht richtig erkennen oder lesen.
der ICE 4 mit dem Kussmund. Der fährt los. Die sind immer noch die zwei Regenschattel. Aber Bauerei weiß ich jetzt nicht auswendig. Und die Flextrain Vectron. Und da hinten, hinter der Flixtrain, da fährt eine 223er nach Chemnitz mit ihrem Zug. Die Geräusche im Hintergrund sind aber von einem anderen Zug. Ich glaube, ich kriege die gar nicht drauf. Das ist das klackernde Geräusch von dem hier. Und so ein Mitteldeutschland-Express da hinten. Weiß ich gar nicht, ob ich den noch sehe jetzt. Ne, der fährt dahinter, fährt er. Hinter dem Gebäude und hinter der Front. Schade, aber gehe ich nachher nochmal rüber. Einfahrt ICE 1559 nach Dresden Hauptbahnhof über Riesa in den Abschnitten C bis F. Abfahrt 14.31 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ich musste gerade mal den Windschutz festhalten. Der hat sich gelöst. Ein ICET in Doppeltraktion. Fährt direkt hier nebenan ein.
13 nach Hof Hauptbahnhof über Gera, Abfahrt 14:54 von Gleis 8. Und RE50 nach Dresden Hauptbahnhof über Riesa, Abfahrt 15 Uhr von Gleis 21. Ich glaube, der Intercity wurde noch in eine Abstellgruppe geschoben. Der hat hinten auch noch Spitzenlicht an. Der rangiert nur hin und her hier. Und da setze ich auch wieder die ICET in Bewegung. Aber die beiden Triebzüge wurden getrennt. Der zweite steht noch da hinten drin. Ja, ich musste meinen Platz verlassen, weil wir treffen uns jetzt wieder am Auto und fahren nach Hause. Und da fährt auch mal so ein Walfisch raus. Finde ich eigentlich in dieser Lackierung echt gut gelungen. Der Geithainer steht da drauf. Ja, und eingefahren kam gerade noch ein, war schon weg, mit einer 146er, ein Doppelstock Intercity. Was hatte ich eben gesagt, 146er, nein, eine 147er ist das da vorne. Mehr System, Trax 3. Und da, was für Glück, da fährt der ICET los, der getrennte. Der Herr Kassel. Und neben mir hat der IC2 nach Köln auch Ausfahrt bekommen. Den nehmen wir dann auch noch mit. Das ist eine 146er. Da hinten stehen die historischen Maschinen, Lokomotiven, Triebzüge. Ja, das sind die historischen Lokomotiven, die hier auf Gleis 24 stehen. Das ist einmal eine Baureihe 52. Ein VT 137. Mit ganz schön viel Staub oben drauf. Eine E04.
01. Eine E44. Und ganz zum Schluss eine E94. Und das ist schon ein ganz schöner Brummer. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Das spiegelt wahrscheinlich zu sehr. Dann verabschiede ich mich mal hier vom Leipziger Hauptbahnhof. Bis zum nächsten Mal. Da erwische ich ihn ja doch nochmal. Ich glaube RE6 hat er gerade gesagt. Aus Chemnitz. Diesellok der Baureihe 223. Ach, was soll ich sagen? Ich habe die Kamera nochmal angemacht. Da kommt nochmal ein ganz klassischer Doppelstockzug in Rot.